Shalom Aleichem. Wir lernen weiter. Tanja, Tetwav Tammuz, 15. Tammuz, Schaltjahr 5782. Wir reden über Gerd Atschuva. Bis jetzt, es hat sich so ausgesehen, als ob der alte Rebbe will, dass wir viel fasten, wenn er einen Fehler gemacht hat am Leben. Sagt der alte Rebbe, das ist alles bei einem starker und gesunder und stabiler Mensch. Wo er fastet, es schädigt ihn nicht, nicht im Körper, nicht in die Seele, nicht mental, nicht in Konzentration, er kriegt nicht Kopfschmerzen. Aber wenn er fastet, schädigt ihm, tut ihm schlecht, tut ihm nicht gut, dass er kann kommen zu einer Krankheit, o Michusch. Michusch ist auch Augenschmerzen, Kopfschmerzen, schwindelig. Dann soll er nicht fasten. Und umso mehr auf Gebote und Verbote, sondern nur das, was er schätzen kann, das wird ihm nicht schädigen. Das war alles in die vorige erste Generationen, in die Zeit von den Tanoim, in die Zeit von Amoroim, Rav Huna, Rabbi Joshua, Rabbi Shmuel, die haben gefastet. Aber nur Menschen, die haben Kraft, haben Möglichkeit, ein bisschen zu brechen dem Körper, damit soll die Seele so sein, ein bisschen edel. Das heißt, der alte Rebbe werft dir eine Bombe. Bis die Zeit von der alte Rebbe, jeden Mensch, der hat gemacht einen Fehler, war sicher nur eine Korban, nur eine Fasten wird ihm retten. Es gibt jeden Mensch, der muss fasten. Jeder Mensch hat verloren, Schma Israel einmal oder die vielen, nicht alle, vielen. Viele haben einmal versäumt eine Mitzvah oder gemacht einen Fehler. Und jetzt kommt, umso mehr, wenn einer lernt Torah oder lehrt Torah, ein Melamed, ein Lehrer, der sündigt und wird bestraft doppelt, weil wegen dem Schwach in dem Fasten, er kann nicht richtig beschäftigt sein mit dem Torah. Meitakante, wie soll man heute in die moderne, schwache, körperliche Welt umgehen mit die Bedarf, Tshuva zu machen und zu fasten. Hier beginnt dem alten Rebbe dem neue Projekt. Vechatoscho bitzdoko projekt. Ein Mensch soll geben Spende. Auf jeden Tag von Fasten, von Tshuva, soll er geben 18 Gdoilim Polish. Und Reicher soll geben mehr, so wie Mogen Avrom hat gesagt in Ilchos Tanis. Was heißt das? In die Wörter von heute. Eine Mahlzeit, eine Sandwich mit Getränke kostet 5 Euro. Wie viele Mahlzeiten isst man am Tag? 3. Also, wenn ein Mensch war zornig und er hat verloren die Kontrolle, dann anstatt zu fasten einen Tag soll er geben, liebe 15 Euro Tzedakah, Spende, Donation, Wohltätigkeit und nicht fasten, weil das wird ihm noch mehr Schmerzen, immer wenn er geben Tzedakah muss. Und damit tut er auch Gutes für jemand anders. Und er kann an dem Tag lernen, beten, konzentrieren, arbeiten. Wenn du gehst zum Arbeit und du denkst, du bist ein Zadig, du willst heute fasten. Auf wem fastest du? Auf den Kosten von dem Boss, von der Schule? Du bist ein Ganev. Mach Urlaub und faste an deinen Urlaub. Nicht auf den Kosten von deinem Balaboss. Deshalb der alte Rebbe beginnt hier in diesem Kapitel heute, soll man umsetzen die Strafe von Fasten mit Geld oder Sozialarbeit, wenn man hat kein Geld, soll man sich ehrenamtlich irgendwo da anbieten zu helfen. Schkoyach. So wie in moderner Welt heute, man kann auch Sozialstunden als Strafe, genauso auch bei Hashem. Schkoyach.